Papa, wir müssen nach Hause, es ist gleich 5 Uhr, Christa geht in den Stall. Kurzzeitig ist es sicher eine Erfüllung, wenn man rausgeht, wenn man neu sieht. Ich bin selber 4 Jahre in Wien gewesen, bin in Wien in die Schule gegangen, habe endlich die große Welt gesehen, damals schon. Bin aber immer lieber heimgefahren als wir raus. Und so gesehen, na, ist das schon ein richtiger Platz. Und man muss sagen, wir haben schon so viele Nationen gestern gehabt. Man erfährt so viel von der großen Welt draußen, dass ich sage, wir brauchen eigentlich gar nicht erst wohin fahren. Sie können auch diese Begegnung mit dem Tier richtig erleben. Also nicht nur zur Schau, sondern wirklich. Und man muss manche Kinder richtig einführen, dass sie das einmal, weil viele glauben ja, ein Tier ist gleich zum Schmusen und Ding da, sondern wirklich auch den Umgang mit dem Tier, den zeige ich ihnen. Geschweige denn, dass sie wissen, woher die Milch kommt oder dass sie glauben, ja, es kommt ein Lebensmittel, braucht man nur ins Geschäft gehen und kaufen und wie viel Arbeit da eigentlich dahinter steckt. Dann sieht man, wie wertvoll das ist, dass die Kinder das auch wirklich vor Ort und live sehen. Gerade gestern ein Kind ausgezogen mit den bloßen Haxen in den Schlammerden eine. Der Bub, der hat gelacht, der hat auch Freude gehabt und dann mit dem kalten Wasserschlag abgespritzt. Ja, das vergisst er sicher nie mehr. Und solche Erlebnisse, Kinder müssen ja heute immer geschnägelt und gestriegelt sein, wie wir so schön so. Wir haben auch ein Kind da gehabt, das ist heimgefahren, das hat nichts mehr gehabt zum Anziehen, weil er alles so schmutzig gemacht hat, dass es echt nicht mehr waschbar war. Aber der kommt heute noch und der ist heute 23. Ich glaube, diese Erlebnisse, von dem lebt der Urlaub am Bauernhof.